Christmas, all the happy smiles and the wishes. And I want it all, from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Als Geschäftsführer alleine kann man überhaupt nichts erreichen. Ein paar Unternehmensleiter braucht es dazu, aber dann waren wir auch erst 9, das ist immer noch zu wenig. Wir brauchen euch alle und vielen, vielen Dank für euren Einsatz. Es ist eure Weihnachtsfeier und mal euer Applaus. Danke, dass ihr alle da seid. Ich bin so froh, dass der Anton diese Schuhe, die er da jetzt angezogen hat, die passen ja mit schon. Also das ist wunderbar. Der hat gar nicht mehr reinwachsen müssen. Der ist absolut der Chef hier. Und ich habe keine Angst haben müssen. Und wie hast du vorher gesagt, trauen. Ich hab mir, das war kein Mut bei mir, sondern ich habe genau gewusst, dass das du kannst. Anton Habenberger sozusagen, der hat damals das Gasthaus gekriegt, die Landwirtschaft und die Bäckerei. Und damals war es so, da hat es geheißen, und es steht hier, wenn du es umdrehst, da hat es noch geheißen, Anton Habenberger Gasthaus und Bäckerei. Ja. Das heißt, da ist das Gasthaus in dem Vordergrund gewesen und die Bäckerei war im Hintergrund. Das war noch nicht so wichtig, weil das war alles so klar. Heute sagen wir eigentlich gar nicht mehr Gasthaus, sondern Haubis. Ja. Was, das ist so. Wir sind, das hat sich mit der Familie schon angefangen. Wenn wir nicht so tolle Familien gewesen waren oder sind eh noch, geben sie das alles nicht. Genau das wollte ich irgendwie so sagen. Ja. Früh genug, also wenn der Opa nicht wäre, dann wären wir alle nicht da. Man muss nur früh genug anfangen mit Familie. Ja, da. Auf der einen Seite locht das Herz, weil man Freude hat, dass da jemand ist, der das einfach sehr gut kann, der das eigentlich besser kann als ich. Auf der einen Seite ist auch natürlich ein Wehmut drinnen, weil man weiß, das ist ein neuer Lebensabschnitt auch für mich und da muss ich loslassen. Und das Loslassen ist ja oft gar nicht so einfach für die Menschen. Aber ich habe es Gott sei Dank lernen dürfen, weil das hat mein Vater schon sehr gut gemacht. Mein Enkel, jetzt der Geschäftsführer, ist der Chef. Mein Sohn war der Chef, er ist eher nur der Chef, aber er ist jetzt der führende Geschäftsführer. Und das, natürlich bin ich schon stolz an. Ne? Naja, wie soll es denn dabei gehen? Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass da so eine Schlüsselübergabe heute gibt. Drei Generationen, man ist natürlich irgendwie gewohnt, als Anton der X-te. Dass man da dabei ist. Ich habe gar nicht gewusst, dass es da einen Schlüssel gibt. Aber es ist natürlich ein tolles Gefühl, wenn der Vater, der Opa da das symbolisch übergeben. Und das erfüllt dann schon mit Stolz. Ja. Ich sage immer, nach der Weihnachtsfeier ist vor der Weihnachtsfeier. Am Montag geht es im Büro los mit 2019. Aber es macht eine Freude, das zu organisieren. Es ist ja für unsere Mitarbeiter, es ist von der Familie, für die Familie. Kollegen und Mitarbeiter zu sehen, in einer anderen Art und Weise, wie man sonst das ganze Jahr sieht. Und das macht das spezielle Hobby Weihnachtsfeier aus. Ja. Auf meiner Linie zum Beispiel, wir verstehen uns ja alle voll gut miteinander, also da gibt es wirklich gar kein Problem. Ja, ich glaube, dass da immer wieder sehr, sehr lustige Dinge auf so einer Weihnachtsfeier passieren und auch spannende Sachen, aber ich muss gestehen, ich bin noch nicht wirklich eingeweiht in diese Geheimnisse. Das war der 20. Die erste. Ich glaube, das ist die 6. Das ist meine 4. Weihnachtsfeier. Die 12.
Das ist jetzt die vierte? Ja, das ist heuer meine vierte Weihnachtsfeier. 15. Die erste? Also wir erwarten heute, dass das tolle Geschäftsjahr, das was wir 2018 haben heuer bei Hobbys, die Mitarbeiter, die was das ganze Jahr sehr, sehr viel gearbeitet haben, dass wir heute richtig feiern und dass eine zünftige Nacht wird bis in die frühen Morgenstunden.